Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank, lieber Björn, für die nette Vorstellung und Herrn Klimpel und allen, die hier als Partner beieinander sind, wünsche ich eine spannende Tagung. Ich glaube, wir sind hier zusammengekommen genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich wenn es darum geht, ein Stück weit in einem solchen sehr stark auf Vermittlungsthemen, auf neue Ansätze, Kulturerbe in einen breiteren Kreis der Öffentlichkeit zu bringen, im europäischen Kulturerbejahr miteinander ins Gespräch zu kommen. Das, was ich dazu sagen will, ich darf nur 10 Minuten reden und das ist gefährlich, sonst kriege ich eine rote Karte gezeigt, das will ich nicht riskieren. Aber man kommt dabei natürlich als ein Koordinator fürs Kulturerbe ja in Deutschland sehr schnell ins Plaudern. Ich versuche das jetzt sozusagen auf die Essentials zu reduzieren und ich hoffe, es gelingt mir. Ein europäisches Kulturerbejahr im Jahr 2018 und wir treffen uns hier Ende Oktober, da sind ja schon 2/3 dieses Jahres um. Das ist sozusagen der Wermutstropfen. Und wenn man 2/3 um hat, dann kann man so ein bisschen bilanzieren. Bilanzieren würde ich dann gerne Goethe zitieren, der sagte so sinngemäß, wähntest du etwa, ich sollte die Welt hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften. Wenn ich mit meinen Kollegen auf europäischer Ebene darüber rede, natürlich, es ist nicht alles, was wir uns in unseren Vorstellungen erträumt haben, aufgegangen, aber wahnsinnig viel. Und wahnsinnig viel ist aufgegangen und vor allen Dingen sind neue Impulse gesetzt worden. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Quantitativ, Björn hat das schon eben erwähnt, eine große Fülle von Projekten. Eine enorme Resonanz auf den Aufruf im März 2017 mitzumachen in Deutschland, hat es eine riesige Resonanz gegeben. Das ist schon mal ein großartiger Erfolg und deshalb kann man ganz berechtigt sagen, das europäische Kulturerbe ja unter dem Motto Sharing Heritage in Deutschland ist ein großer Erfolg, es ist unser gemeinsamer Erfolg, weil er definiert sich nicht nur durch die Koordination, das was wir machen, sondern durch alle, die mitmachen und das ist ein wahnsinnig gutes Miteinander, ein tolles Gefühl, an einem solch großen Projekt mitgestrickt zu haben. Auf der europäischen Ebene ist es auch ein großer Erfolg, eben weil eine große Vielzahl von Projekten sich in diesem Jahr präsentiert, aber weil es auch Motivation gibt für viele Netzwerke, heute stellen sich einige vor, sozusagen mit neuem Schwung in die Zukunft zu gehen und auch ganz neue Kooperationen in Angriff zu nehmen. Qualitativ ist das natürlich nochmal eine andere Dimension. Qualitativ ist aus meiner Sicht dieses europäische Kulturerbe ja ein ebenso großer Erfolg. Qualitativ deshalb, weil Kulturerbe scheinbar Vertrautes neu entdeckt wird, weil das Verbindende im Kulturerbe in Europa miteinander erschlossen wird an vielen, vielen Orten, weil Partizipation nicht nur eine Floskel ist, sondern weil sie stattfindet. Und eines meiner Lieblingsprojekte, verzeihen Sie mir, dass ich das so herausgreife, aber das, was, glaube ich, in ganz Europa uns plötzlich miteinander verbindet, in einer ganz neuen Dimension, das war erst vor kurzem am 21. September, als überall, von Malta bis Finnland, von Irland bis nach Estland, die Glocken läuteten. In Kirchen, in Rathäusern, in Carillons, das Kulturerbe der Glocken, ein Kulturerbe, was uns alle miteinander verbindet, was uns sozusagen nur deshalb verbindet, indem wir Hand anlegen, indem wir tätig werden und in der Verbindung, dass Kulturerbe ohne Frieden nichts ist, ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal gewesen. Und ich glaube, es ist noch gar nicht hinreichend bilanziert, was das vielleicht auch für die Zukunft bringt. Ich denke, es ist ein wunderschönes Signal gewesen, das Kulturerbe auch anders in die Breite der Öffentlichkeit bringt. Auch das ist eine neue Art von Zugang. Und schließlich der Punkt,
dass wir ein jüngeres Publikum erreichen wollen mit dem Thema Kulturerbe. Jüngeres Publikum im Sinne nicht nur von Vermitteln, von sozusagen Ansprache, sondern von Motivation mitzumachen und mitzugestalten. Es geht also letztendlich wirklich in vielerlei Hinsicht bei diesem europäischen Kulturerbe ja um neue Zugänge zu Vertrautem, um neue Zugänge zu unserem kulturellen Erbe. Die zweite Dimension, die das Ganze hat, neben den vielen inhaltlichen Impulsen und dem fachlichen Dialog, ist natürlich die politische. Es ist gelungen, in diesem europäischen Kulturerbejahr, und da danke ich den Kollegen von der Europäischen Kommission, sehr stark ein politisches Signal zu setzen, nämlich dass Kulturerbe in der europäischen Politik in Zukunft einen anderen Stellenwert hat. Dass mit der neuen Kulturagenda und mit dem Cultural Heritage Action Plan ein Zeichen gesetzt wird, dass dieses Kulturerbe ja nachhaltig politisch eine positive Wirkung hat. Der Cultural Heritage Summit, den wir gemeinsam mit Europa Nostra und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Juni in Berlin veranstaltet haben, hat ein wirklich eindrucksvolles Signal gesetzt, dass wir alle miteinander Europa das wollen, dass wir hier auch Zeichen setzen. Und mittlerweile sind das über 1700 Institutionen, Persönlichkeiten, die den Berlin Call to Action, den wir verabschiedet haben im Kongresszentrum am Alexanderplatz, unterzeichnet haben. Und wir werden in Kürze werden wir diesen dann auch der Ratspräsidentschaft und der Kommission, nämlich zur Abschlusskonferenz in Wien, überreichen. Und er liegt ja hier auch aus. Man kann ihn sich nicht nur angucken, sondern bitte nutzen Sie die Gelegenheit, machen Sie sozusagen das davon Gelegenheit, unterzeichnen Sie, zeichnen Sie mit, damit wir gegenüber dem politisch Verantwortlichen ein eindrückliches Zeichen setzen. Wir wollen, dass Kulturerbe in Europa einen größeren Stellenwert hat. Es sind 7 Aktionen, die im Berlin Call to Action formuliert sind. Ich will sie hier nicht alle auflisten. Sie können sie nachlesen. Ich denke, Sie können sich damit auch sehr gut identifizieren. Zum Abschluss, ich habe ja nur noch 4 Minuten, will ich auf etwas hinweisen, was, finde ich, für die Diskussion, die ja erst angefangen hat, über die Rolle des Kulturerbes. Wir sind ja mittendrin, wir haben viele Dinge auch miteinander zu diskutieren. Es ist ja nicht alles selbstverständlich und ist sozusagen unstrittig, was wir da tun. Weder sozusagen die Fragen der Vermittlung, noch das, was wir erreichen wollen. Es gibt vielerlei fachliche Diskussion, es gibt neue Methoden, es gibt neue Herausforderungen, aber für mich sind 2 Punkte ganz entscheidend. Das Kulturerbe ist meines Erachtens bei all dem Engagement, das ja viele an den Tag legen, ja kein Selbstzweck. Es geht darum, dass das Kulturerbe für uns heute, für unser Zusammenleben, für unsere Werte so entscheidend ist. Es ist also ein zutiefst aktuelles Anliegen. Es geht um uns und unsere Zukunft. Und dabei das Kulturerbe sozusagen ein Stück weit in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich stelle jetzt eine kühne Behauptung auf, aber darüber kann man ja diskutieren. Ich finde, kulturelle Vermittlung, Kulturerbevermittlung, das hat einen anderen Stellenwert insgesamt bei der Wahrnehmung von Verantwortung für das Kulturerbe verdient. Es ist, ich glaube, genauso wichtig wie die Forschung am Kulturerbe, wie die Bewahrung. Das Vermitteln des Kulturerbes in die Breite der Bevölkerung ist eine zentrale Aufgabe, und da müssen wir, glaube ich, ein Stück weit diese Herausforderung noch stärker annehmen und zu einem Konsens machen. Es geht also letztendlich nicht nur darum, das historisch Überlieferte zu erhalten, sondern für die Zukunft nutzbar zu machen, es zu vermitteln, damit die Identifikation mit dem Kulturerbe gelingt. Es ist eine Aufgabe, wo wir alle wissen, die viel Unterstützung braucht, nicht nur finanzielle, sondern eben auch politische, viel Wertschätzung in der Breite der Öffentlichkeit. Wir wissen um viele Konflikte, die es im Alltag gibt, ob das nur den Denkmalpfleger betrifft oder ob es den Museumsmann oder den Archivaren betrifft. Es ist immer sozusagen ein Stück weit auch Rückhalt notwendig. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg weitergehen mit dem Schwung dieses europäischen Kulturerbejahres, das ist es nämlich. Es motiviert uns, es bringt uns zusammen
und es schafft sozusagen neue Energie für Zukünftiges, dann haben wir eine Menge erreicht. Diese Tagung bietet dafür Gelegenheit. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass diese Möglichkeit besteht, dass wir uns hier treffen. Und Sharing Heritage ist wirklich ein Stück Motivation für uns selber, die wir von Anfang an damit gearbeitet haben. Es ist ein Stück weit Aufgabenstellung, denn mit einem Jahr, mit 12 Monaten, auch wenn sie noch so schön und noch so gut ausgefüllt sind, ist eigentlich erst klar, was wir miteinander für die Zukunft in Angriff nehmen wollen. Und darum geht es. Und dazu lade ich Sie alle herzlich ein und freue mich über die Tagung. Herzlichen Dank.